einen wunderschönen guten Tag, meine Science-Trologen. Heute gibt es wieder News und Sachen, und die uns Spaß machen. Und Maniel ist natürlich auch wieder dabei. Grüße an Maniel. Grüße an Maniel. Grüße an Maniel. Grüßt jetzt alle Maniel. Und dann, so, wir müssen jetzt immer mit sowas starten, habe ich so mitbekommen. Das gefällt unseren Mitfüchsen. Einfach mal einen raushauen. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ich habe die Woche wieder ein paar Insta-Nachrichten bekommen. Oh ja, passt, die 1000 Abos. Irgendwie freuen sich die Leute mehr darüber als ich. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, 1000 Abos-Special, ich sag's euch nochmal, es wird ein Special geben, aber erst, wenn das Gras legal ist. Weil wir machen dann einen Kiffer-Livestream, ein Verkostungs-Livestream, wie das Zeug ist. Und schauen uns dann irgendeinen Kacker an. Ja, da musst du dann auch live, nicht Insta, YouTube. YouTube-Livestream. So, YouTube, nochmal. So, da musst du aber dann Zeit finden, damit wir das machen können. Willst du mit Kamera wäre schon lustiger, wenn man dich sieht mit der Maske, oder? Nee, da würden alle sagen, aber unangenehm. Es wäre aber gelbe Zähne, hör mal. Es wäre aber übel unangenehm, da das die ganze Zeit da, wenn du eine Tüte rauchst. Ja, okay, ja. Ja, wir schauen uns dann das auf jeden Fall meine Sec Plus Bewerbung dann an. Das Video, was ich damals gedreht habe vor über einem Jahr. Das sollte ja das eigentliche Abo-Special werden. Aber das ist jetzt, finde ich, nicht mehr zeitgemäß und es passt halt auch gerade nicht mehr so auf unseren Kanal, da wir uns eine kleine minimalistische Wendung mit News und so hatten. Da ist auch hier, wenn man mal so im Hintergrund schaut, allgemein, es ist, man kann mal ein bisschen Gorki schauen und dann ist halt, mittlerweile kommt es mir so vor, dass gewisse YouTuber gar nichts mehr hochladen. Ich weiß nicht. Was ich jetzt ein bisschen mehr wieder auf dem Bildschirm habe, ist jetzt Insta. Ich gucke mir mal wieder ein bisschen Lea an, was die so macht, was für schöne Postings. Aber so gehen auch hier, wie gesagt, die Klicks gehen allgemein runter. Man sieht das ganze krasse Beispiel, Akku, wo habe ich denn Akku? Ja, hier 360 Aufrufe, der kriegt immer weniger rein. Sonst hat er immer seine 800, 900 gehabt. Ja, es ist halt, ja gut. So gut, wir legen jetzt auch einfach los. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und so, los geht's. Zack. So, da habe ich was Schönes entdeckt. Was heißt Schönes entdeckt? Was ich noch nicht kannte. Geht's mal direkt mal mit Sport los. Wir sind aber auch geile Typen, oder Manje? Sehr, sehr geil. Sind aber auch richtig geile Typen. Moment. Geil! Und wir legen mal los. Kennst du Rhabdomyolyse? Ich glaube, so wird's ausgesprochen, was das ist. Nein. Pass auf, ich lese mal vor. Rhabdomyolyse bezeichnet die Zersetzung von großen Mengen Muskelzellen. Die Gründe sind vielfältig, darunter schwere Verletzungen der Muskeln, also wahrscheinlich hartes Training, zu intensive körperliche Anstrengungen, steht auch da, bestimmte Stoffwechselerkrankungen, Krankheiten und verschiedene Medikamente und Drogen. Ja. Eine Rhabdomyolyse tritt auf, wenn durch Krankheiten, Verletzungen oder toxische Substanzen geschädigte Muskelfasern zerfallen und ihren Inhalt in den Blutkreislauf abgeben. Eine schwere Erkrankung kann eine akute Nierenschädigung verursachen. Ja? Also es ist schon durch Anstrengung sowas zu bekommen, pass auf. Und da gab es jetzt jemanden, das ist die gute Knu. Die hieß mal Saftiges Knu. Die hatten wir auch schon mal ganz, ganz früher mal behandelt. Ja, die hat sich Knu genannt. Und heißt Knutruhen oder so in ihrer Community. Es ist eine Zockerin, aber die war auch in Australien und hat ganz, ganz, ganz viel Sport getrieben, Surfing und so, hat gesurft und sowas. Und sie hat sich dann halt mal wieder rangewagt an den Sport. Und wir hören uns jetzt einfach mal an, was da so passiert ist, wie das dazu gekommen ist. Und ich war mega happy, habe sehr viel gelernt und habe angegeben, dass ich auch gerne Klimmzüge können möchte. Da ich es einfach beeindruckend finde, wenn Frauen Klimmzüge schaffen. Zu dem Zeitpunkt schaffte ich nicht einmal einen. Mit Unterstützung machte ich im Training also ca. 15 Stück. Direkt nach dem Klimmzügen merkte ich allerdings, dass ich meine Arme nicht mehr strecken konnte. Da ich dieses Phänomen vor 7 Jahren bereits zuvor aber schon mal erlebt habe, da ich dort ganze 4 machen sollte, dachte ich mir, dass es einfach nur eine ungewöhnliche Übung für meine Arme gewesen sein muss. Am selben Abend merkte ich allerdings, dass meine Arme angeschwollen sind. Als ich also... Guck mal, krass, oder? Alter. Popeye. Ja. Macht's auch Witze drüber. Moment, wir gehen weiter. Als ich mit meinem Trainer Rücksprache gehalten habe, was das sein konnte, waren wir beide der Überzeugung, dass es sich um eine Muskelverhärtung handeln muss und man einfach drüber trainiert, beziehungsweise im nächsten Training den Muskel etwas aufdehnt. Zu diesem Zeitpunkt hat mein Partner mich allerdings schon darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Rhabdomyolyse handeln könnte. Da das Ganze aber so selten und absurd ist, haben wir alle nicht so wirklich dran geglaubt. 2 Tage also später, nachdem meine Arme angeschwollen sind, ging ich erneut ins Training
Training, wir dehnten den Muskel und es fühlte sich alles schon viel besser an. Jedoch nur bis zum Abend, denn dann wurde ich wirklich zu Popeye. Da. Sag doch mal. Krass. Ja, pass auf, wir gehen weiter. Moment, 2:36. Oh, da waren wir schon. Okay, lass mal weiterlaufen. Mal einer, dass Sport kein Mord ist. Da das Ganze immer dicker wurde und der Verdacht auf die Rhabdomyolyse immer größer wurde, skippte ich das Training erst einmal für 1-2 Wochen. Nach ein paar Tagen schien sich das Ganze wieder deutlich zu verbessern. Allerdings wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es auch von einer Rhabdomyolyse Schübe geben kann. Als ich also danach gegoogelt habe, habe ich extrem viele Frauen gefunden, die durch Klimmzüge sogar im Krankenhaus gelandet sind. Nach einer Rhabdomyolyse darf man auf jeden Fall 6 bis 8 Wochen keinen Sport mehr machen, da sich die Muskelzellen erst wieder regenerieren müssen. Das bedeutet, statt Muskelaufbau hatte ich also einen Abbau. Ja, so können wir das stehen lassen. Krass, oder? Kannte ich nicht. Komm, mach ein bisschen weiter, ist wirklich echt interessant, ey. Ja, Humor im Hintergrund auch. Wir müssen ja ein bisschen drauf eingehen, wir müssen ja ein bisschen reacten. Weißt du, wie das ist? Ich habe zu wenig davon gehört, um dass ich drauf eingehen kann. Ich find's krass. Ich find's auch krass. Also sie ist ja ein sportlicher Mensch, weißt du? Und dann auf, bam, in die Fresse. Komm, wir gucken weiter. Wisst ihr, was mich beim Sport richtig nervt, dass man immer von vorne anfangen muss? Ich muss jetzt im Prinzip wieder von vorne anfangen. Wenn man überlegt, vor 1,5 Jahren in Australien war ich viel fitter als jetzt. Und irgendwie schaffe ich es nicht, dran zu bleiben. Ja, bitte. Als ich also dachte, dass ich mit meiner Rhabdomyolyse über den Berg bin, entschied ich mich, zu einem Event zu gehen, in das ich eingeladen worden bin. Allerdings merkte ich im Flugzeug bereits, dass meine Arme wieder etwas dicker wurden, denn ich habe ein sehr enges Oberteil getragen und das fing langsam an zu spannen. Während dem Event merkte ich allerdings nichts und hatte sehr viel Spaß. Lacher läuft auch dabei. Doch dann später, als ich auf die Toilette gegangen bin, um nachzuschauen, was meine Arme machen, habe ich einen richtigen Schock bekommen. Die Rhabdomyolyse wurde noch stärker, meine Arme sind noch mehr angeschwollen und ich hatte einfach nur Panik. Da ich leider auch in Berlin war und nicht bei mir zu Hause in Stuttgart, wusste ich auch erstmal nicht, was ich tun sollte. Als ich dann endlich am nächsten Tag um 6 Uhr morgens in Stuttgart angekommen bin, ging ich direkt ins Krankenhaus. So. Und tatsächlich, mir wurde eine Rhabdomyolyse diagnostiziert. So. Digga, ich weiß immer noch nichts. Was macht man jetzt dagegen? Na, gar kein Sport. Ich weiß es auch noch nicht. Die hat's ja nicht gemacht. Ja, komm, wir gucken mal weiter. Sein Anruf war dementsprechend geschockt. Also durfte ich ganze 3 Tage nur liegen, die Arme kühlen und ganz viel trinken. Das Ganze verbesserte sich nach und nach und nach 2 Wochen sahen meine Arme wieder ganz normal aus. Nämlich wie Streichhölzer. Na toll. Ich glaube, somit erübrigt sich auch... Ja, es ist halt wirklich so unbekannt und wenig erforscht, würde ich behaupten. Einfach ruh dich mal aus. Mach mal gar nichts. Stressreaktion. So, Mann, ja, also. Also, sie hat im Grunde genommen einmal 15 Klimmzüge gemacht. Ja, hat sich überanstrengt, quasi. Über einen Zeitraum von 2 Monaten ihre Arme gefickt. Ja, so, ja, ich weiß nicht, sie hat, also, so wie ich es jetzt hier rausgenommen habe, dafür verfolge ich es jetzt zu wenig, ist sie einfach wieder mal zum Sport gegangen. Da hat sie sich einen Privatcoach geholt. Die wird nicht schon aus der Einheit sich gleich zerrissen haben. Ja. Und dann hat sie das halt, dass die Symptome bekommen. Also ich könnt ja gerne mal drunter schreiben, ob ihr auch sowas kennt. Dass eure Arme oder irgendwann mal angeschwollen ist oder Beine, irgendwas. Vielleicht kennt ja jemand hier die Krankheit, die Symptome. Vor allem in Schüben. Alter, echt? Du denkst, du bist über dem Berg und auf einmal kommt dann wieder. Dann, also für uns wäre das auf jeden Fall richtig scheiße. 6 bis 8 Wochen einfach komplette Auszeit nehmen. Ja, aber die Frage ist auch, was musst du machen, um dass du das kriegst? Weil, also ganz ehrlich, ich habe mich schon ein paar Mal richtig aus dem Leben geschossen. Ich guck gerade nach, was es gibt. Hier gibt's, steht ja nur Medikamente gegen die Rhabdomyolyse. Ich denke mal am Raptoren. An die Dinos. Nee. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Okay, Leute, falls ihr da Erfahrung habt, schreibt einfach mal drunter. Das wurde mir gestern vorgeschlagen. Da dachte ich mir, ey, das ist so scheiße interessant, das Thema. Ja, Mann. Und. Ja, das ist auch der Grund, warum ich so ein scheiß Lauch bin, weil ich die ganze Zeit meine eigenen Muskeln ficke. Nee, bei dir schwillt ja nichts an. Also in deinem Körper, du hast ja überhaupt gar keine Schwellkörper mehr, weißt du doch. Aber ich finde, das ist auch das Schwierige. Wenn du nicht unbedingt einen Trainingsplan verfolgst, was ja die wenigsten machen, beziehungsweise ja auch in den ersten Trainer. Jahren nicht. Ja, ja. Hä? Ja, dann wo ist jetzt der Punkt, dass du sagst, ich habe den Reiz gesetzt, ich habe mich richtig angestrengt? Oder, du denkst, glaube, zu weit. Hä? Du denkst, glaube, zu weit. Was das betrifft. Sie will sich ja einfach nur fit halten. Ich glaube nicht, dass sie das so exzessiv ausübt, wie einige Leute auch auf unserem Kanal.
Ja, und das ist ja das nächste Ding. Woher weißt du jetzt, dass du über Ziel hinausgeschossen bist? Dass du deine Regeneration schon gefickt hast oder dass du vielleicht sogar kurz vor so einer Rhabdomyolyse bist? Ja, Rhabdomyolyse, genau. Ja. Wirst du nicht wissen, aber das ist halt so prozentuell so, die Chance ist so gering, dass du das kriegst, quasi. Also, du hättest das schon gehabt. Dich kaputt schießen. Ja, kaputt schießen kannst du dich immer. Das siehst du ja an den Leuten, die ja Überkopf drücken, schon seit Jahren mit 100 Kilo machen. Dass die es dann auf einmal mit der Schulter haben. Oder nur Bankdrücken machen und es dann irgendwann mit der Schulter kriegen und sagen, das kommt nicht vom Sport. Gibt es genügend Leute, die dann aufhören mussten und immer fett geworden? Schon vorher fett waren. Aber es lag dann halt lag nicht am Sport, dass sie das nicht mehr machen können. Naja, okay, ihr wisst nicht, was ich meine. Es geht weiter. So, komm, wir gucken mal. Was haben wir denn? Okay, gucken wir uns einen Talk an. Wollen wir die Show wieder ein bisschen verhuren? Ja, oder? Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ein bisschen Information, dass man auch mal sieht, die sind nicht ganz so behindert, die Typen. Du kannst mal Penis sehen, guck mal. So, und wir gehen einfach mal rein in den Talk, weil es gibt nämlich... Oh, wir gehen mal rein. Was sehr interessant ist, vegan. Funktioniert vegan Muskelaufbau, Manni? Ja, du lebst nur vegan. Fängst du dann mit Krafttraining an. Funktioniert das? Es gibt jemanden, der hat das getestet. Der lebt 15 Jahre vegan. Also seit 15 Jahren und hat dann mit Muskelaufbau angefangen. Glaubst du, es funktioniert? Ja. Okay, du bist aber einer. Gut, und da gab es noch einen Professor, der hat da immer dagegen gesprochen und hat gesagt, warum es nicht funktioniert und so. Und das ist sehr interessant, das Video. Es geht auch nicht lange. Und wir gucken uns jetzt mal an. Der Professor heißt Rühl. Und wir gucken uns einfach mal an. Behaupten meist, dass Muskeln nur mit tierischer Ernährung aufgebaut werden. Und nun, der Beweis. Nur Fleisch macht Fleisch, also halt die Fresse. Ich ernähre mich seit über 15 Jahren vegan. Und treibe Sport. Das ist natürlich Quatsch. Wie du hier siehst, ist es der Trizepsmuskel. Der aussieht hier wie das Mikro. Der hier kein Fett enthält. Du siehst hier also auch den schlanken Aufbau mit den Rillen hier drin. Wie ein Durchsichtiger. Das ist ja die Schultermuskulatur und hier siehst du den Bizeps. Nein, Güte. Also, es ist auch veganer Muskelaufbau möglich. Ich frage mich, wieso manche meinen, sie Schuhbiene können. Echt? Dass sie nicht ins Klo falle beim Scheißen. Bodybuilder? Ja, so, Dr. Rühl hat geantwortet. Alter, das ist aber auch so weltfremd, ne? Wie würde man, also wie kann man sich mit so einem Körperbau da hinstellen und sich offenkundig darauf einen runterholen? Das ist, weil viele einfach dieses Ideal haben, so auszusehen. Die sind froh, wenn du die Leute reden hörst, geht's immer, ich will nicht so viel aufbauen, nur ein bisschen Muskulatur und am liebsten gar nicht zum Sport gehen. Und was ist mit Ernährung? Ich möchte trotzdem noch meine 8 Pommes am Tag essen und meine 2 Bratwürste. Wie soll Ernährung? Ja, es ist aber wie mit den ganzen Weibern, die eine fette Kiste haben und dann das propagieren, als wäre es geil. Oh, hör auf. Ja, mehr ist mehr, weißt du doch. Nur Fleisch, ja. Ah. Ja, es gibt Ärsche, wo ich mir denke, da kann man sich nicht mal einen runterholen dran. Nicht mal in Gedanken. Es gibt Frauen, die haben so große Ärsche, die würde ich nicht mal mit deinem Schwanz ficken, Manje. Verstehst du das? So abartig finde ich das. Ja, gut. Gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Vegane Ernährung funktioniert, sagen wir einfach mal so. Und dass wir jetzt nicht die Veganer triggern. Oh, ist mir eigentlich scheißegal. Werf Plastik ins Meer. Nee, für mich ist vegan, öko, was gibt's noch? Grüne? Kretas ist für mich alles dasselbe. Und Tätowierter und iPhone-Nutzer. Ist für mich alles ein Basin. Alles ein Pool. Ist das bei dir, hast du auch so, ich hätte schon was Minderheiten gesagt, hast du auch so ist da Randgruppen, die du in einen Karton schiebst, die für dich immer das Gleiche sind, wie Gothic, Vamp Kids und Metal. Weißt du, alle so, oder Emos, weil sie alle schwarz angezogen sind, fast alle gleich aussehen. Man muss ja gucken, ich habe ja selber viele Phasen in meinem Leben durchgemacht, weil ich mich nie unbedingt verschließen wollte. Hast du dich geöffnet für Leute? War es da dunkel? Aber das ist ja auch das, die meisten Leute hören ja solche Schwuchtel-Scheißmusik beim Sport. So wurde dir denkst, Alter. Ja, immer Celine Dion. Weißt du? Ja. Ja, oder so bup, 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 bup. Weißt du, so einfach Mund, ist egal, ich will hier gar nicht abrotzen. Pop. Und ich höre halt Metal und dann sagen die Leute, wieso hörst du denn Metal? Und dann sag ich, Alter, weil ich mit 14, 15 rauf und runter scheiß Metal gehört habe. Das kann sich bei mir keiner vorstellen. Weil ich mit 14, 15 so ganz zum ruhig Takt, zum Takt geschlagen wurde. Zum Metal-Takt. Nee, ich sehe auch so ganz liberal aus. Ich sehe so aus wie so ein kleiner Musterknabe.
Ah, wie die Schwiegersohns Liebling, Mutter. So siehst du aus. So ein ganz lieber, der tut nichts und dann verkrebt er dann wie Ted Bundy. Wisst ihr, Ted Bundy kennst du jetzt, oder? Dann wisst ihr jetzt, was es ist. Vielleicht bist du ja so einer. Lass mich bitte in Ruhe. Scheiße, du weißt, wo ich wohne. Hm. Ah, wenn ich verschwinde, dann wissen es jetzt alle. Also du kannst mir jetzt nichts mehr antun, Manuel. Aber jetzt nochmal auf die Musik zurückzukommen. Das ist ja Pop, was du meinst, gell? Höchstwahrscheinlich. Ja. Aber Metal ist auch Pop. Weil es steht einfach für populäre Musik, popular. Wie wird denn das? Populare Musik. Pop schwul. Ja, aber alles, was so Mainstream-mäßig ist, ist Pop. Das heißt jetzt, ich habe früher auch immer gedacht, hey, Pop, das ist ja hier so nur Angels und was es da gibt und sowas halt. Nee, alles ist Pop. Alles, was im Mainstream läuft, auch Rammstein und Co., ist Pop. Ist krass. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal einen Blick in die Spotify-Playlist, weil ich hatte letztens populare Musik angeklickt, Popmusik. Da waren Musikdinger drin, auch Rap und so. Ich so, hä, was ist denn jetzt kaputt? Und dann habe ich mal so nachgegoogelt und mich mal schlau gemacht. Ja, jetzt weiß es. Pop ist halt nicht Pop. So, weiter geht's. Schon wieder was gelernt heute. Meine Güte, wir haben nur schlaue Leute. Wir haben nur schlaue Füchse. Nein, unsere Zuschauer werden ja dann schlauer. Ich greife das ja nur auf, weißt du? Ich weiß nur, ich guck da drauf und ich hab's jetzt schon wieder vergessen, was ich erzählt habe. Ah, die Leute, die diesen Kanal verfolgen und uns lieben, die behalten das auch in ihren Köpfen. Das sind die schlauen Menschen. Die sind so schlau, dass sie auch kommentieren und abonnieren und liken. Weißt du? Und auf iTunes, die sind so schlau, dass sie auf iTunes Kommentare da schreiben können mit ihrem Apple-Gerät. Ich weiß nicht mal, wie das Ding angeht. So schlaue Leute haben wir hier auf dem Kanal. Wahnsinnig schlau. So, was war auch schlau? Johannes Lukas. Hier, da sein 14-jähriger Robin, also den er gerne mal auszieht, haben wir ja festgestellt. Mittlerweile glaube ich irgendwie, entweder schauen die uns oder auch nicht. Weil ich lass jetzt einfach mal laufen, weil der hat mit Bodybuilding aufgehört erstmal. Und wir erfahren auch gleich. Und da gab es so eine Full-Full-Fitness-Seite. So eine richtige Fui-Fui-Seite, die darüber nochmal so richtig ekelhaft, was heißt ekelhaft? Die haben das schön ausgeschlachtet auf Insta und Co. Fui-Fui, Mr. Kuss. Fui. So, komm, wir gehen mal rein. Zu dem 14-Jährigen. Also, ich finde. Oh, warte, das müssen wir nochmal neu hier. Das müssen wir nochmal neu gelaufen. Und du machst jetzt mal nackig. Sprach zu dem 14-Jährigen. Also, ich finde dich auf jeden Fall. Ja? Also er hat unsere Show gesehen, ne? Ja, Johannes hat unsere Show gesehen. Ja, er zieht kleine Kinder an und er zieht sie auch aus. Gefällt mir. Das war von SpongeBob, glaube ich mal, ein Rap-Diss. So. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt darauf komme. Ist ja egal. Ihr könnt es ja mal runterschreiben, ab welcher Minute das war. So, und jetzt, man sieht jetzt hier den kleinen Robin. Ist jetzt keine Abwertung, wie wenn man das zu diesen Fui-Fui-News sagt, die da immer so schlimm berichten. So, kommen wir mal weiter. Ich war nicht fetter. Alter, Junge. Sieht auch gut aus. Du kannst natürlich auch nicht mehr trainieren. Also der Oberkörper ist nach wie vor gut. Ich glaube sogar, und da will ich jetzt mal eure Meinung hören. Ich glaube sogar, dass die Beine besser sind. Zeig mal nochmal. Als beim. Oh, jetzt hat er auch noch ein Kreuz, der ist auch noch gläubig. Ich werde doch wahnsinnig, da kann man so viel Scheiße drauf drehen. Oh nö, warum machst du das mit mir, Johannes? Ich kann doch nicht die Füße halten. Ich habe das scheiß Video sogar schon gesehen. Pastoren Lukas, nein, und der Junge hat ein Kreuz. Oh, sorry, ich bin gerade ausgerastet. Ja, aber ich verstehe das nicht. Wie kann man denn so ambitionierter Bodybuilder sein und dann auf einmal sagt man, oh, doch nicht mehr, kein Bock. Du machst den Fehler, was auch diese Fui-Fui-Seite gemacht hat. Wir gehen mal weiter. Wir hören uns mal an. Danach rede ich mal drüber. Mittag, man berichtet wirklich von allem, was man macht. Also er hat mit Bodybuilding aufgehört, weil, jetzt nochmal kurz vorwegzunehmen, er erklärt es gleich, weil sein Instagram verschwunden ist. Sein Profil, was Johannes mit hochgepusht hat. Wir lassen ihn mal reden und danach rede ich nochmal. Und dann auf einmal der Account ist weg, warum auch immer, gesperrt worden, gehackt worden. Ich habe keinen Plan und zwar halt schon vielleicht ein, zwei Wochen auf jeden Fall. Das war richtig down, ne? Arsch, ja. Naja. Das muss ich mal überlegen, was Social Media da mit einem auch macht. Aber es ist so, du hast da ewig lange für gearbeitet. Na gut. So, ich erkläre euch mal, wenn man, ich weiß nicht, warum ihr das nicht wisst hier, Team Lukas und so. Insta unter 16 nicht erlaubt. Unter 16 nicht erlaubt. Und wenn man dann so Bilder oberkörperfrei und sowas postet, dann kann man mal gesperrt werden. Ich wusste das gar nicht. Der stimmt, der ist unter 16. Ja,
Das war das Erste, wo ich es gelesen habe und das gehört habe, wusste ich gleich. Insta hat ja seit 2 Monaten, gab es da so eine neue Dings, dass du dich bestätigen musstest, dass du über 16 bist. Und dass du da auch keine freizügigen Bilder erst recht nicht posten darfst. Die gehen halt richtig dagegen vor, wegen diesen sexy Inhalten und diesen perversen Pädophoren und so. Und höchstwahrscheinlich wurde er deswegen auch, kann ich mir nur so vorstellen, also das ist das einzige Ding, wo ich sagen kann, er hat ja nicht irgendwas jetzt ekelhaft. Kann auch sein, wenn er irgendwie Werbung gemacht hat, dass das, aber das glaube ich überhaupt nicht, dass da, das ist eigentlich so, ja komm, mach Werbung, mein, ist Wurst, pack dein Spielzeug aus. Aber Insta ist eigentlich erst ab 16, das vergessen halt viele. Was ist denn mit diesem Moritz Wetteskind? Das war doch dieser andere 14-jährige Athlet. Wird bestimmt nochmal irgendwann was kommen. Auf jeden Fall lassen wir ihn jetzt mal weiterreden. Ewig lange, 2 Monate kommt, das geht schnell. Das war ja gerade so die Zeit, so die Primetime, sag ich mal. Ja, Mann. TikTok stand in den Startlöchern, YouTube eventuell dann noch. Und dann auf einmal die ganze Arbeit weg. Und es hat mir schon viel Motivation genommen. Ja, auch fürs Training da offensichtlich. Auch fürs Training. Ne? Krass. Kann ich verstehen. Ich habe auch keine Lust mehr gehabt zum Training. Weil irgendwie war schon auch der Reiz zu trainieren, die Storys zu machen und neue PR zu machen und so. Ja. Dann war irgendwie die Motivation weg. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf. Dann war ja 4 Wochen danach die Deutsche Meisterschaft. Dann höre ich jetzt auch mit dem Krafttraining und mache in erster Linie jetzt das Ringen weiter. Genau. Hat sich auch gelohnt, auf jeden Fall. Und dann hatte ich danach irgendwie nicht mehr die Motivation, weiter zu trainieren. Kannst du das verstehen, wenn der Instagram-Account dann auf einmal verschwindet? Komm, sag mal jetzt deine Meinung. Nicht primär auf den Instagram-Account, sondern wenn ich gucke, was ich zum Beispiel mit 15 Jahren gemacht habe. Und ob ich das heute noch mache. Reflektier das nicht auf dich, die Ansicht. Das ist eine ganz andere Generation. Ja, man kann schon mal was aufgeben, so. Mhm. Aber gleichzeitig, weiß ich nicht halt, ne? Ich glaube, der hat damit schon die Möglichkeit gehabt, Kohle zu verdienen. Ich glaube nicht, dass es ihm darum ging. Als 14-Jähriger denkst du nicht so weit. Wie so Fui-Fui-Seiten geschrieben haben, ja, der Hype war dann weg und der 14-Jährige, man möchte ja auch Mädels gefallen und dann auf einmal hat man dann so einen Bruch und ach, das so weit denkt der doch gar nicht. Der Junge hat einfach nur eine Euphoriewelle gehabt. Das ist wie wenn du in deinem Sportverein bist unter deinen 300 Dorfleutest, Ältesten und da wird ja, du bist der beste Fußballer, wird die ganze Zeit auf den Kopf getätschelt und so. So ist das. Du fühlst dich einfach geil, das schießt dich einfach nach vorne und du weißt gar nicht warum. Du machst das einfach, weil du Spaß hast. Und dann fällt das komplett weg. Mehr war das nicht. Er wurde einfach aus seiner Welt rausgezogen von Insta. Also weil er es geliebt hat. Und nicht aus irgendwelchen kalkulierten Scheiße irgendjemandem zu gefallen. Er hat einfach nur Spaß dran gehabt. Er ist 14, vergesst das nicht. Er ist halt noch ein Kind. Ich verstehe das halt nicht, wie man so unreflektiert sein kann. Allgemein, also ich sehe da überhaupt nicht mal, dass man das aufbauschen sollte. Weißt du? Ich versuche mich gerade in die Lage zu versetzen, was ist denn mal, wenn ich weniger diesen Sport betreibe? Einfach nur... Na, deine blaue Hose sieht dann scheiße an dir aus, Mann, ja. Ja, das ist ja... wie oft geht man da noch hin dann zum Erhalt... Und wie fährt man dann auch dieses runter? So sagt man dann, boah, ey, es war halt die Woche 2-mal, jetzt brauche ich die nächste Woche eigentlich gar nicht gehen, so. Weißt du? Ja. Und dass man sich dann irgendwann dabei erwischt, wie man dann tatsächlich mal fett wird und dann in der Ecke sitzt. Ekelhaft. Ja. So. Wollen wir noch ein Stück reinhören? Und danach gehen wir gleich direkt weiter? Ja, sehr, sehr gerne. Dieses Kreuz, was er da trägt. Och man, Pastoren Lukas. Warum macht man sowas? Ihr müsst euch die Show anschauen, meine liebe Spotify-Freunde und Co. und Podcaster. Ich soll nicht immer Spotify sagen, wurde mir gesagt, da einer dieser hört. Ganz dünnes Eis, mein Freund, ganz dünnes Eis. So, weiter geht's. Und du hast gesagt, er hat mich angeschrieben, er hat gesagt, du, das mit dem Bodybuilding ist für mich vorbei. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, auf jeden Fall. Es war wirklich, da hatte ich keinen Bock mehr aufs Bodybuilding. So. Da hat Johannes dann gesagt, hey, wenn du jetzt wieder anfangen würdest mit Bodybuilding, es wird auf jeden Fall genauso weitergehen, wie es, also du hast nicht viel verloren. Mhm. Auch was die Kraft angeht, wirst du nicht viel verlieren. Es wird alles innerhalb von 2-3 Wochen wieder da sein. Siehe da, Bankdrücken gemacht und gerade mal 1 bis 2 Wiederholungen weniger als vor 10 Wochen. Das ist eigentlich eine Frechheit. Also du bist da schon wirklich ein Talent. Andere, wenn ich 10 Wochen pausiere, was meinst du, wie ich dann aussehe, was bei mir passiert, Alter? Mit was pausiert er, meine ich? Mit Training oder mit was anderem? Mit Gummibärchennahrung? Also ich wüsste es nicht. Ich habe die Aussage, habe ich auch reflektiert. Und erster Lockdown. Ich habe sogar die Tage einen getroffen, der konnte während beider Lockdowns nicht trainieren. Und das war ein 120-Kilo-Brecher. Mhm.
Müssen nicht drüber reden, der ist auch von Natur aus, hat er jetzt schon abgebaut, weil halt auch kein Gummibärchensaft mehr und so, ne, und andere Lebensumstände, das Leben dreht sich nicht mehr um Bodybuilding. Aber von 90 auf 80 Kilo gedroppt. Oh. Jo. Krass. Hast also, du da gefressen? Ja, und ich selber hast ja bei mir auch beobachten können, ne, also ich hab mir eingeredet, in den 10 Wochen, es hat sich körperlich nicht viel verändert, war ich der Meinung. Ja, und dann, wenn ich jetzt mal Bilder gesehen habe, boah, Junge. Mich hat das eigentlich nur getroffen, dass ich dann auf einmal nicht mehr so wirklich ins FitX konnte, weil ich da immer sehr gerne Beine gemacht habe. Das fand ich immer geil. Aber so, so habe ich ja echt, ich kann nicht heulen oder so. Ich hab ja meine 2 Gyms, wo ich immer hingehen kann. Also, ich bin da eigentlich gut. Ja, raus. Trotzdem. Ich vermisse auch das FitX. Ja, ich vermisse es auch sehr. Allein auch in der SEC Plus Bewerbung. In dem Video habe ich den von FitX, quatsch ich mit denen. Also, es kommt dann auch noch. Ist eigentlich geil. Es geht ums Ladies Gym. Das finde ich so eigentlich am lustigsten an dem ganzen Video. Und das sind halt so Punkte, so wo ich so, schon wieder Nostalgie. Ich möchte ihn einfach mal wieder sehen, mal wieder mit ihm quatschen, weißt du? Nur wegen dieser Person möchte ich einfach mal hin. Und einfach mal mit ihm quatschen, weil es cool war, dass ich da Video drehe und so. Ich habe das ganze FitX zugestellt mit Zeit Plus Produkten. Also, ich wurde ziemlich komisch angeguckt. Aber hat mir gefallen. Ich könnte nicht mir vorstellen, jeden Tag so Mist zu machen. Jetzt nicht mit Zec Plus Produkten, egal was. So, komm, hier, sinnlose Videos drehen. Oh, jetzt müssen wir aber verhurt werden. Sorry, ich musste die Verhurung hinten. Ach ja, ich habe noch abschließende Worte zu dem Fall Robin. Das waren die Worte dazu. Scheiß drauf, zieh dein Ding durch und mach, worauf du Bock hast, mein Junge. Und les keine Fui-Fui-Schmutzseite. Lies das nicht. Ich habe nochmal drunter geschrieben, aber Fui Fui Schmutzmann hat mir nicht zurückgeschrieben. Ja, vielleicht rufen sie wieder an. Ist mir scheißegal. Ah, geht ja nicht. Ihr seid geblockt. So, komm. Wir gehen mal zu was wunderschön. Einzelkinder, Geschwister. Was ist denn da los im Internet? Wir müssen jetzt erstmal eine kleine Story davor schauen und danach gehen wir dann rüber zum Sommecke. Ich hoffe, Herr Sommecke, bitte nicht das Video wieder striken und dass ich das wieder rausschneiden muss. Da muss ich da auch mal bei euch mal anrufen, mal fragen, was da los ist. Ihr macht auch Reaction. Gemein, Herr Sommecke. Sehr gemein. Dann ruf mal gleich mal an, ja. So, nee, Quatsch. Nee, mach ich wirklich. Ich frag da mal nach, wenn das wieder gesperrt wird. So, wir gucken uns jetzt einfach mal was an. Ich erzähl gleich was dazu. Ich mach mal den Sound weg. Duschen mit Geschwistern, Tür zumachen. Weißt du, siehst du so. Ja, abschließen. Ja. Das kleine. Und jetzt duschen mit einer Stiefschwester. Also, wenn die draußen rumläuft, Tür auflassen. Ja? Saarland. Sweet Home Alabama. Wissen wir ja. So. Wenn die Stiefschwester. Würdest du da bei deiner Stiefschwester die Tür auflassen? Also wenn sie hübsch ist. Ja, definitiv. Ich würde den Schlüssel wegwerfen. Ich würde die Tür auch ausbauen. Ja, so haben wir das. Und jetzt kommen wir zu einer Talkshow. Und danach, das baut alles so ein bisschen ineinander auf. Ihr werdet schon sehen, es wird ein bisschen inzestiös und geil und irgendwie auch wieder. Wir spinnen's ab. Ein Dreier, ein flotter Dreier. Mit wem war denn das? Moment. Also dein Stiefvater, deine Freundin und wer war denn der Dritte im Bunde? Ich. Er hat dann die ganze Zeit irgendwelche Anmachsprüche die ganze Zeit gemacht gegenüber Romana, dass er mal gerne einen flotten Dreier haben möchte, für seine Frau das nicht macht und sowas, also meine Mutter. Also, das ist der Freund von Romana. Und der Freund hat einen Vater. Und der Vater hätte gern mal einen flotten Dreier. So, also das nochmal nachvollziehen. Ich habe da auch gar nicht großartig mitgemacht. Ich wollte eigentlich einfach nur gucken, was meine Freundin. Mit deinem Stiefvater veranstaltet? Ja. Wann bist du gegangen? Ja, wo Stiefvater. Wo es mir zu weit ging. Zum Beispiel, das... Ich weiß nicht, ob man das sagen darf im Fernsehen. Hat er jetzt Arschficken gesagt oder was meinst du so Schwanzlutschen? Ich meine, das darf man jetzt nicht sagen. Ist ja kommen, Freundin besteigen. Den Gaul ausreiten. Freundin hat mitgemacht die ganze Zeit. Ja. Was sagt deine Mutter dazu? Weiß die das? Jetzt schon, ja. Ich finde das so geil. Wie hat sie reagiert? Die Alpdinge. Nicht sonderlich gut. Wundert mich nicht. Jetzt kommt der Stiefpapa. Du als Stiefvater, als wesentlich älterer, gehst an die Freundin deines Stiefsohnes? Mit so möchte ich sagen. Oh. Also ich bin noch nicht mal in großartiges... Was? Ich will es jetzt wissen. Arschficken oder Schwanzblasen? Ich konnte es noch nicht rauslesen. Sexuelle Erregung gekommen. Hast du keine hochbekommen? Ja, ganz genau. Oh. Ja. Oh. Du bist die? Freundin.
Romana, ja. Wolltest du dich zu Wort melden gerade? Ja, und zwar, ich finde das eine Frechheit von dir, Frank, dass du so rumliegst. Du weißt ganz genau, dass ich dir halt einen... Das war Oralverkehr, das weißt du ganz genau. Und von also dieser Sache, dass dabei. Du, und von dieser Sache, was du da erzählst, du warst nicht sexuell erregt, das war für mich aber ganz anders. War für dich ganz anders? Was hast du denn, nachdem die ganze Geschichte war und wir im Wohnzimmer gesessen? Ich hab zu dir gesagt, du bist scheiße, klar. War auch so. Oh. Ja, wie peinlich Ihnen das ist, aber es ist doch alles gestellt, oder? Ich find's aber geil. Ich mag solche Sachen. Nee, Mann, ich glaube, das war tatsächlich damals ernst. Okay. Ich weiß es auch nicht. Aber da stand immer dabei, hier, Darsteller und so sind gecastet und die Themen, vielleicht haben sie es auch nur reingeschrieben nochmal am Ende, um sich abzusichern, dass sie sagen, ich schreibe irgendeiner, guck mal, den, was für ein Trottel du bist. Aber ich glaube tatsächlich sowas wie Brit und Ricky und so eine Scheiße, das war früher echt ernst. Nicht alles. Also wenn du Baywatch Berlin so ein bisschen hörst, kriegst du so mit, wie die das früher aufgefahren haben. Da erzählen sie mal immer so aus dem Nähkästchen, also was da gefaked ist und was da nicht gefaked ist. Das meiste ist gefaked. Selbst wenn du die Politiker siehst, die auf einmal vor irgendwas Schönes stehen, um Wahlkampf zu machen. Huch, komm, dann mach mal jetzt hier mal ein Bild. Das ist auch gefaked. Das nimmt man jetzt vielleicht nicht so wahr, aber es ist alles gefaked. Alles fake, scheiße. Aber es geht ja nicht um Fakeness. Es geht ja einfach um dieses Thema, Stiefvater. Könntest du dir vorstellen, als Stiefmaniel Knecht, deine hübsche von deinem Stiefbruder, nicht Stiefbruder, von deinem Stiefsohn, die Freundin? Ja, Junge, sicher. Natürlich, sicher. Respekt an dich. Also, wie heißt denn der? Ich nenne ihn einfach Dietmar. Ich hab den Namen nicht gehört. Respekt. Klar wird's am Ende beleidigt, aber es geht ja nur um den Moment. Ob du scheiße bist oder nicht, du bist ein Mann. Hast da richtig rumgerührt in der Dose. So und so, komm. Genau, so rumrühren, Familie und so. Und wir kommen jetzt so zum Herr Kanzlei WBS. Bitte sperrt das Video nicht. Abschließende Worte. Ich werde es vorher nochmal kurz jetzt sagen und danach lassen wir es ablaufen und wenn es wieder gesperrt wird, wisst ihr ja trotzdem, was passiert ist. Also Inzestverbot, Sex unter Verwandten, bald legal. Ja, könnte passieren. So. Und ich lasse es einfach laufen, wir werden gucken, was passiert. Geschwister. Deswegen sagen die Jungliberalen, wenn zwei einwilligungsfähige Personen sich entscheiden, Sex zu haben, dann kann man das als verwerflich oder eklig finden. Mhm. Letztlich geht es Staat und Gesellschaft aber nichts an. Und auch der Deutsche Ethikrat sagt, sie setzen sich für den Geschlechtsverkehr mündiger Bürger ein. Mündiger? Also dass dort moralische Standards oder Grenzen Oralisch? Durchgesetzt werden. Orale Standards durchgesetzt werden in der Familie. So. Ihr wisst ja jetzt, wo es hinläuft. So, falls gesperrt wurde, Minute 17:30 könnt ihr euch dann auf dem WBS-Kanal Inzestverbot 600 Verwandten bald legal anhören nochmal. Ja. Also, das Problem ist, wo ich das zum ersten Mal gehört habe und auch wo ich wusste, dass heute um das Thema gehen könnte. Ach, du wusstest das? Ich könnte mich drüber lustig machen, aber kann ich nicht. Nee, geht ja auch nicht, ist auch schön. Die Leute im Saarland, die freuen sich jetzt, die schreien jetzt. Yeah. Ja, aber welcher kleine Spasti will denn seine Schwester bumsen? Aber das geht doch nur ums Prinzip, dass du es jetzt machen könntest. Also irgendwann mal, dass du dann... Sie sollen alles machen, was sie wollen. Meine Güte, wenn sie Bock drauf haben, wenn es von beiden Seiten ausgeht, dann leckt eure Schwestern. Was weiß ich? Vielleicht haben wir ja auch... Ey, wisst ihr, die ganzen YouTuber oder Podcaster oder was auch immer, diese Plattform, die sagen immer, ein Baby haben, was also... Ob die Zuschauer Paare sind, die während der Show im Akt sind, also Geschlechtsverkehr haben, meine kleinen Füchse. Ja? Ob es da sowas gibt. Aber wir wollen kein Science-Trologen-Baby, kein normales. Wir wollen ein Inzest-Trologen-Baby haben. Ich akzeptiere das nur, wenn Bruder und Schwester miteinander Sex haben und da ein Kind rauskommt, dann besuchen wir das und wird man auch hier Patenschaft antreten, oder? Wird mir auch dann kommen zu eurer Hochzeit? Manje? Nee. Doch. Nee. Doch, ich Nein, möchte Mann. Ein inzestöses Trologenbaby. Bitte, bumst eure Nein. Schwester, fickt euren Bruder. Cousin geht auch noch, oder? Geht Cousin noch? Zählen wir noch Cousin dazu? Ich weiß auch gar nicht. Cousin darfst du ja. Das ist. Ich kann ja nicht mitreden, so meine Cousine ist schäbig, aber. Ich weiß es nicht. Also, Cousin zählt nur, wenn wir nichts Besseres finden. Dann würden wir dann zu eurer Einweihung kommen. Also, ja. Wir taufen es auch dann. In der Regel glaube ich, dass es hier gar nicht die sexuelle Anziehung für die Schwester ist, sondern dieses Besitzdenken auf Familienmitglieder.
Und dann müssen ja beide den gleichen Schuss für haben, weißt du? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich Geschwister dann irgendwie ficken. Nee, du findest es einfach nur. Finden, sondern ficken, ist ja sehr gering. Nee, die finden sich einfach nur geil und ficken dann. Die denken gar nicht so weit an Besitztümer. Nee. Noch, nein, die haben nicht dieses, meine Schwester, Weißt du, diese, du hast ja eine DNA, hat ja jeder. Und wenn du so eine relativ gleiche DNA hast, sagt dein Körper unbewusst, nee. Da kommt kein gutes Erbgut raus. Das wird nichts, ja. Das wird Inzest, ja. Und das haben die nicht. Und deswegen geht's klatschi, klatschi, dosi, reibi, reibi. Ja. Ich wüsste, was ich schon da heiß finde, wenn zwei Stiefschwestern sich gegenseitig von dem Stiefbruder. Oh, ja, das ist ja normal. Das ist ja auch geil. Also wir gehen jetzt davon aus, es muss nur geil sein, dann ist es auch erlaubt. Können wir das so stehen lassen? Wenn es geil ist, ist es erlaubt. Wenn ihr wirklich wunderschöne Füchse seid, dann ist das erlaubt. Dann könnt ihr, und ich will mein inzestuöses Baby. Jetzt raus damit. Macht eure Schwester einen Antrag. Nee, ihr müsst sie nicht heiraten, ihr könnt dann auch abhauen. Aber die Familie, was einmal in der Familie ist, bleibt in der Familie. Wisst ihr? Genau, es muss geil sein. So, das ist, ja, geile Scheiße. Inzestbaby abgehakt. So, freue ich mich schon ziemlich drüber. Ja. Okay, wir gehen jetzt mal wieder zu The Most Hated Podcast. Da habe ich mal zwei Ausschnitte mal wieder zusammengewürfelt. Und es geht ein bisschen was wieder. Ja, der Max Matzen hat sein Insta verloren. Der hat gar kein Insta. Er hatte Max Matzens, pass auf, er hatte seinen Max Matzen-Kanal verloren. Dann hat er Max Matzen 2 gemacht. Dann wurde Max Matzen 2 weggenommen und wurde Max Matzen 1 wieder freigeschaltet, also der normale. Dann hat er jetzt die ganze Zeit darauf Videos rausgehauen, Stories. Ich hatte es nur letzte Woche mal gesehen gehabt. Ich so, hey, warum kommen denn keine neuen Stories bei Max? Weil ich lade ja alles runter. Es geht ja blablabla, da die 300 Leute da, die ich da drin habe. Und dann habe ich nur gesehen, hey, von Max kommt nichts mehr. Immer mal geschaut, mal rüber bei Alexikon geschaut, ob da was kommt. Bei Melanie geguckt, bei Team Matzen geguckt. Und hier sagt das nur mal ganz kurz so beiläufig. Und da dachte ich mir, entweder bin ich so schizophren und die haben mich gesperrt und die haben alle anderen Leute gesperrt, weil bei Insta ist es so, wenn du jetzt sagst, hey, angenommen, ich sperre jetzt Manuel Kleitner. Und Manuel Kleitner hat auf seinem Smartphone Manuel liebt Blümchen TV. Weißt du, als zweiten Account. Ich glaube, es könnte auch wirklich wahrheitsgemäß hinkommen, dass du solche Kanäle machst. Der würde dann auch Max Matzen seine Story dann auch nicht mehr sehen. Weil du kannst nämlich alles untereinander blockieren. Wenn du eine neue E-Mail machst, sobald das auf dem Gerät irgendwie verifiziert ist miteinander durch Facebook-Krake und WhatsApp, dass die miteinander zu tun haben, die als beiden Accounts unabhängig von egal was, dann wirst du da, kannst du auch nicht mehr reinsehen. Und dann dachte ich mir, nee, der wird mich doch nicht gesperrt haben, damit ich jetzt nicht mehr berichten kann und so eine Kacke. Hat er nicht. Ich habe andere Accounts reaktiviert und noch ein paar Leute angeschrieben, ob sie den Max-Matzen-Kanal finden können. Also die Verschwörungstheorie ist weg vom Tisch, falls das jetzt der ein oder andere. Ja, weil das wäre das Cleverste gewesen, dann auf dumm zu tun und einfach wegzuhauen. Weißt du, aber er wurde wirklich von Insta einfach weggeledert. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Man erfährt ja nichts. Ja, aber ist das schon öfter vorgekommen? Ja, ich glaube, dass das diese Sektologen, jetzt nicht Sek Plus und Matthias damit zu tun haben, keinesfalls. Aber dass es viele Leute gemeldet haben. Du kannst ja bei Max auch sehr viele Sachen melden. Auch wenn er nur Memes postet, die so ein bisschen, weißt du, sein Meme-Kanal wurde ja auch gesperrt. Weil da schon ein harter Tobak war, aber es war immer relativ lustig. Also war schon cool gemacht. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt erstmal weg. Und wir schauen jetzt mal rein, was es da noch zu sagen gibt. So, komm. Peak-Sachen von irgendwelchen Supplementen, irgendwelche Facts über uns. Auch private Sachen, wenn man uns irgendwas fragt. Hier geht's um Discord. Also hier geht's um ihren Discord. Das wird immer alles beantwortet. Und das ist das Schöne, weil das so eine wirkliche Community ist. Es ist halt, wird ganz viel hin und her. Seitdem mein Instagram-Kanal weg ist, bin ich da auch öfter. Jetzt hört man's nochmal. Ja. Es ist aber auch ein viel angenehmeres Klima. Weil du kannst einfach nur ein bisschen Jux und Dollerei betreiben und kannst dich mit den Leuten unterhalten. Und es ist halt vor allen Dingen locker. Es ist halt nicht irgendwie so eine harte Distanz über Instagram, wenn dir irgendjemand eine Anfrage stellt. Das stimmt. Und sagt so, hey, ich hab da mal eine Frage. Ihr könnt auch gerne unseren Discord joinen, der ist ziemlich ruhig zurzeit, aber ich bin da auch öfter mal unterwegs drauf. Also wenn ihr da schreibt und mit mir mal quatschen wollt oder mal zocken wollt, schreibt mich einfach mal an. Ich glaube, ich streame halt auch wieder auf Twitch. Letzten Wochen habe ich echt fast, ja, schon täglich gestreamt. Jetzt mal vorgestern habe ich, glaube ich, mal gestreamt kurz gehabt. Heute Abend werde ich wahrscheinlich wieder online gehen. Aber das werdet ihr nicht hören.
Check mal unseren Discord ab und wir gehen jetzt mal weiter rein. Egal was ist, es kann was auch immer passieren, gerade wenn Fetti anfängt, wieder wild in seinem Tunnel. Oh, schon wieder jemanden beleidigt, wir wissen, wo es hingeht. Fetti? Digga, das ist die beste Unterhaltung. Jeden Morgen gucke ich in den Lästern-Schwestern-Chat, ja, und kann mir erstmal so die Zusammenfassung des nächtlichen Tunnel-Rages reintun. Das, was heißt das Schlimmste? Das Amüsanteste für mich ist, ich mag so intellektuellen Humor. Also wenn jemand wirklich jemanden mit Absicht so hardcore... Da bist du aber falsch an der Stelle. Doch, naja, es gibt so zwei, drei... Hast du gerade ernsthaft unseren Discord als intellektuell angestellt? Ich muss mal... Ja, da kommt echt nur Scheiße. Die haben da so eine neue... neuen Channel, der heißt Fuck or, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bewerten da Bilder gepostet und dann schreiben die Leute da unten und bewerten dann, ob sie ficken würden oder wegschieben würden. sowas ist da halt, ja. Das ist ja geil. Das ist auch lustig. Das da ist, das kommt wieder der Assi mehr raus. Da kommt auch bestimmt Angela Merkel und sowas halt, fickbar oder nicht, weißt du? Tatsächlich haben wir so ein paar Jungs, wo du dir gerade bei den Wortwitzen und wie die das formulieren, als auch wie die das timen, wo du dir wirklich gedacht hast, okay. Das Intellektuellste, was sie da höchstens geleistet haben, ist meine Kollegin allein richtig zu zitieren. Das ist auch wirklich. Aber guck mal, was ich da meine, ist, es gibt so ganz, ganz Scheißhumor. Mhm. So was gewisse Fraktionen machen, so immer denselben Witz, 10-mal selbst erzählen und das und das und ha. Ja, sich 8-mal wiederholen, wie schön ist das Wetter. Manni, wie ist das Wetter bei dir? Ja, ist so Smalltalk. Okay. Ist so Smalltalk, ja, alles schön. Hat dein Nachbar gestreut? Ist da Rasen? Hast du schön Rasen? Ja. Ja, wunderschön. Dein ja. Nachbar, der mäht doch gleich wieder. Ja, ich hab, pass auf. Mein Nachbar, der mäht auch im Winter. Ja. Also, ich weiß nicht warum. Aber ich bin gerade an einem neuen Showformat so ein bisschen dran, was ich machen will. Da durch meinen Nachbar. Weißt du? Jetzt nicht auf meinen Nachbar bezogen, aber das Showformat, es ist jetzt echt noch in den Startlöchern. Eigentlich will ich das nicht. Ich war erst ganz, ganz euphorisch, aber wo du meinst, dass der Nachbar kommt drin vor, dann alles klar. Nein, der kommt nicht drin vor. Der hat mich nur auf die Idee gebracht. Pass auf, das Format heißt Underhated. Also Leute, die nicht genügend Hate abbekommen, die unter dem Hate-Radar schwimmen oder auch nicht, muss man jetzt sehen. Ich weiß noch nicht, wie ich es aufbaue. Auf jeden Fall ist mein Nachbar ist ja ein lieber Mensch. Aber wenn man Rasen mäht im Winter, dann kommt schon ein bisschen Hate her. Also ist er wieder ein bisschen so unterhated. Aber er ist halt ein netter Mensch. Ich will halt Leute haten, die ich mag, auf einer ganz anderen Sache, Sicht. Ich habe das Showformat ist noch nicht 100% in Stein gemeißelt, wie es wird. Aber es wird wahrscheinlich sehr sarkastisch und ich nehme wahrscheinlich, ich habe schon jemanden als Opfer ausgesucht. Der schaut uns auch, der mag uns sehr und der ist auch YouTuber. So, mehr kann ich noch nicht sagen. Okay, ja. Pass auf. Mein Nachbar. Ich muss, ich werde auch mit dem Underhated spielen, aber ich glaube, ich überspringe das direkt und es kann sein, dass ich ihn verprügeln werde. Nein, du verstehst das Showformat nicht. Underhated hated Leute, die es eigentlich nicht verdient haben oder Leute, die es verdient haben. Oder mehr oder weniger. Achso, ja, er hat es verdient. Pass auf, den einen Tag parke ich mit dem Auto auf deiner Straßenseite und er steht in der Haustür und sieht mich. Hat er die Hose aus? Wir gucken uns beide in die Augen. Er macht die Tür zu. Geil. Checkst du? Er macht einfach die Tür zu. Dann dachte ich mir schon, alles klar, das bedeutet Krieg. Dann habe ich wieder ein paar Tage später, ich hatte eine schwere Kiste in der Hand. Eine richtig schwere Scheißkiste. Also deine Freundin. Steig aus. Und er war an der Kellertür. Ich sag, kannst du die Kellertür auflassen? Guckt er mich in die Augen und sagt, nein. Geile Sau, ich liebe deinen Nachbarn. Da habe ich die Kiste abgestellt. Ich sage, was hast du gesagt? Sagt er nichts mehr. Geht an mir vorbei. Dann sage ich, Moment mal, vielleicht das muss jetzt irgendein Fehler sein. Ne? Ich sage, kannst du mir sagen, warum du die Kellertür nicht aufgelassen hast? Guck mich an. Nö. Und geht hoch. Aber ohne Scheiß, ich habe in seinem Blick gesehen, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Der hast also, du ihm was angetan? Hä? Hast du dem was angetan? Nein, ich kenne den gar nicht. Na, vielleicht ist er schüchtern. Und möchte nicht mit das, hat die, das hat die,
Die Nachbarin hat das zu mir gesagt, dass er irgendwie einen Schaden hat und eine ganz komische Ausprägung von Schüchternheit. Und ich habe gesagt, das Einzige, was er jetzt hat, der hat wirklich einen Feind in mir. Ich werde die Situation nicht provozieren. Vielleicht nehme ich das auch heimlich auf und dann musst du dem sein Gesicht mal verpixeln. Ja, mach ich. Kein Problem. Der ist, mit dem muss ich jetzt wirklich eine Fehde anfangen. Wie viele Stunden das dauert, bis er mal von der Arbeit kommt. Ich habe immer die goldene Idee für seine Nachbarn, eine Pissfütze. Also ihr pinkelt auf den Teller, friert das ein und schiebt die Pissfütze dann unter, im Sommer, es ist eigentlich scheißegal, und schiebt es dann unter der Tür durch. Geht das? Geht das bei dir? Junge, ist ja mega deep. Ja, das geht. Ah, perfekt. Wir haben dein Problem gelöst. Aber nimm Katzenpisse oder so, die stinkt übel ekelhaft. Oder was hat der Haustiere? Nee. Scheiße, weil du hättest dann irgendwas nehmen müssen von Pisse, wo die Katze dann übelst ausrastet dann. Aber ja, Pissfitzen. Am besten, wenn er im Urlaub ist oder so. Dann musst du das. Dann, wisst ihr, wie Pisse, wenn die nach einem Tag, wisst ihr, ekelhafter. Scheiße. Der fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sind wir jetzt echt so weit in den Podcast angekommen, dass wir uns ausdenken, wie wir irgendwelche geistig stark geminderten Leute fertig machen? Ich sag nur so viel, der wird am Montag einen platten Reifen haben. Du Wichser. also es könnte passieren, musst du sagen. Du hast gehört, dass es passieren könnte. Du musst dich ja hier. Die Scheißfotze, ehrlich. Weißt du, hätte ich ihn nicht gefragt, hätte es mich schon geärgert. Aber weil ich ihn gefragt habe und die Antwort so scheiße blöd war, habe ich mich auch geärgert. Oh. Tja, dann kannst du dann zu ihm sagen, platter Reifen. Bei Kleitner Bikes wäre das nicht passiert. Und dann weiß er über Hedges. Ach ja, stimmt. Ja, Kleitner Bikes. Ich würde es auch gerne so ausruhen, aber es ist alles so intensiv. Ich hab den Kopf voller Mist gerade. Ja, Mani, du musst halt Videos drehen. Ich kann nicht selber Kleitner Bikes drehen. Ey, gut, es ist Winter. Aber wisst ihr, was ich mal gerne machen würde mit dir, Manuel? Einen schönen Drachen steigen lassen. So im Herbst zusammen. Mit Kleidner-Bikes im Hintergrund. Und einen schönen Hund. War das nicht toll? Hättest du da Bock drauf? Ja, Mann. Aber leider wohnst du ja so weit weg. Du wohnst ja hier irgendwo in Rischer Wessi bist du ja. Aber ich werde dich auch mal wieder besuchen kommen. Das weiß ich. Ich hab ja hier neue Freunde gefunden. Da im Pott. Und die muss ich auch noch besuchen. Also habe ich auch schon ausgemacht. Aber wann das jetzt ist, ja, weiß ich nicht. So, da können wir auf jeden Fall mal eine schöne Session starten. Dann mal um die Häuser ziehen, deinen Nachbarn beleidigen, anpöbeln. Hat der irgendeinen Triggerpoint? Das artet schon wieder aus. Das geht euch überhaupt nichts an, was wir hier wieder privat... falls ihr euch auch mal fragt, was reden die denn privat? Jetzt habt ihr es gehört, über was wir privat meistens reden. Wir reden darüber, Leute selig abzufacken, so. Komm. Wir sind ja überhaupt noch nicht weit gekommen mit der Show. Meine Güte. So, komm. Wollen wir einfach weiter? Was ich noch sagen wollte. Ich habe gelesen gehabt hier, dass hier Matthias Clemens, ein, zwei Leute, also die zwei Leute, die uns schauen, natürlich das runtergeschrieben haben. Matthias geht immer. Kann ich euch überhaupt die Matthias-Dings zeigen? Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade im Hintergrund seht. Das sind die ganzen Stories. Das sind über. Also sind 65 Tabs. Also 65 Stories, 15 Sekunden. Mal 15 Sekunden, bla. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das schon gehen würde? Und es geht im Endeffekt darum, dass Max und Alex immer mal so sticheln. Und dass Big Sound jetzt ein bisschen mit drin dabei ist. Dass alles abrasiert wird, was jetzt. Also in nächster Zeit. Im April oder im März hat Matthias seinen ESN-Prozess. Ich werde es versuchen zu machen, aber ich kann nicht versprechen, wann es kommt. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt die nächsten Woche, zwei, drei Wochen schaffe, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich es auch fühle, wenn ich die Show aufnehme. Weil es ist eigentlich, ich könnte mich eigentlich, müsste mich eigentlich nicht mal hinsetzen. Könnte es einfach komplett durchlaufen lassen. Aber das ist ja nicht wieder, das ist dann nicht Science-Trology. Das ist dann mehr wieder so, das ist für mich wie so ein TikTok-Video, wo man ein bisschen Arsch zeigt und das war's. So, das ist nicht meine künstlerische Eigenschaft, das ist mal so zu erzählen. Das ist mir zu plump, irgendwas einfach hochzuladen. Wisst ihr selber, seid ihr ja immer auf unserem Schmutz-Full-Full-Kanal. Auf jeden Fall, da wird auch noch was kommen. Oder es könnte was kommen. Ich versuch's. Ich hab euch lieb. So, komm, wir gehen einfach mal weiter. So, wir machen noch... wollen wir noch mal was verhuren? Oder wollen wir es uns aufheben? Wir können auch...
Ah, nee, das passt. Nee, das muss ich leider. Tut mir leid, die Frage stellt sich nicht mehr. So, wir lassen mal ein bisschen laufen. So, Alpha Kevin allein zu Hause. Fand ich am Anfang lustig. Nur mal so kurz, weil wir kommen dann nämlich zu jemand anders, der vielleicht genauso heißt. Als die Ritters mit der ganzen Familie in die Weihnachtsferien fuhren, vergaßen sie eine Kleinigkeit. Hast du das Herz abgehoben? Ja, Mama. Hast du das Pfand abgegeben? Ja. Hast du rausgefunden, wer der Vater ist? Was könnten wir bloß vergessen haben? Kevin! Alpha Kevin allein zu Haus. Pässe suchen, so ein Bastard! Ja! Diese Assi-Familie Ritter will einfach nicht ausziehen. Nun stellen wir jetzt Wasser und Heizung ab, als kleines Weihnachtsgeschenk. Und wenn wir sie rausgeekelt haben, Luxus sanieren und fürs Zehnfache neu vermieten. Verpiss dich, bring dich um! So. Moment. Dann ist ihr Sohn halt alleine zu Hause. Was soll denn schon passieren? Er ist ein Kevin. Ach du Scheiße. Wir kommen einfach später. Ja, er ist ein Kevin. Ach du Scheiße. Und da kommen jetzt gleich die Nachrichten von euch. Oh, wer ist denn das? Ach, Junge, geile Überleitung. Das ist doch der Kevin Wolter. Was ist mit ESN? Training Gassi, wir hatten es letzte Woche schon angeteasert und gesagt, was schon wieder 2 Wochen vorher im Internet war. Und was jetzt diese Fui-Fui-Seite wieder aufgegriffen hat. Fui-Fui-Fui-Kuss. So, komm. Ja, komm. Wir gehen mal rein. Was ist denn da los? Du bist so eine richtige Maulhure geworden. Du weißt ja echt jeden Tratsch. Nee, ich krieg's einfach nur vorgeschlagen. Ey, ich hab gestern meinen Lieblingspodcast des Vertrauens angehört. Und True auf Crime. Einmal. True Crime Gay Edition. Das hörst du immer, ne? Gaylord Mania hat keine blauen Hosen mehr, weil jemand gesagt hat, deine blauen Hosen sehen scheiße an dir aus. Und es läuft da seitdem. Ach, Junge, Schossen. Du merkst ja auch alles, du Fotze. Du Trompetenwichser, geh dir deine Skisprungkarriere weitermachen und kannst bei deiner Oma vorblasen. Arschloch. Ja, ich merke mir echt an. Wenn ich den Leuten hier erzähle, dass mit deiner Krebserkrankung und deswegen hast du eine Glatze, du kleiner Caillou. Ja, vielleicht mache ich das ja auch und schlag das, sobald wir dann genug Abos haben, ab 1000 Abos, können wir ja auch Werbung schalten und dann mache ich dann so ganz traurige Sachen vor Pascal Su sein Videos. Krebskrank und so. Und guck dann traurig in die Kamera. Jogo, der ist der einzige Grund, warum du überhaupt Abonnenten hast, weil die Leute mit dir Mitleid haben, weil du aussiehst wie ein 30-jähriger Caillou. Nee, die haben kein Mitleid mit mir. Die erkennen das an, diesen wertvollen Content, den ich jede Woche hier rausprügel. Genau so sieht's aus. Aber wir gehen jetzt direkt mal zum Kevin, zu dem Wolter. Alpha Kevin zu Hause. Nachdem Mania jetzt wieder alles zerstört hat. So, Mania, deine Beuge sieht scheiße aus. Haben mir Leute gesagt aus dem FitX. Und du trainierst mit Maske. Ekelhaft. So, komm. Komm, wir gehen jetzt einfach mal rein. So, was ist mit ESN? Training Gassi, Flock gegessen wird auch, was gegessen wird auch, was ist denn das? Oh, das ist, ja, ich guck mal, ob ich es dislike. Wenn ich bekomme, möchte ich hier einmal was klarstellen. Und zwar, ja, ich bin nicht ein Alpha mehr Kevin im Team ESN. Man muss sich das einfach so vorstellen, zwischen Athlet und Sponsor ist es einfach wie in einer Beziehung manchmal. Man lernt jemanden kennen, man ist gleich verliebt und dann irgendwann merkt man, dass es doch einfach nicht seine Schwester sein sollte. So das Wahre ist, wie man sich das einfach vorgestellt hat. Das ist einfach gar nicht böse gemeint, zwischen mir und ESN ist alles in Ordnung und ich wünsche den Jungs auch wirklich alles erdenklich Gute. Aber wie gesagt, manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Für mich geht die Reise jetzt weiter, auch ohne Sponsor erstmal. Wohin? Das weiß nur er. Der liebe Gott. Und ich möchte gar nicht so viel. Oh, noch so ein Gläubiger. Glaubst du, bald ist er bei Johannes Lukas und dann bei dem Jungen? Oh mein Gott, was wird das für eine kranke Scheiße auf YouTube werden? Mittlerweile habe ich echt Angst. Du Hater. Ja, underhated. Aber nee, Kevin Wolter passt zum Beispiel in underhated nicht rein. Das passt nicht. Nee, das passt. Nein, das passt nicht. Nein, das passt nicht. So, jetzt ist es nochmal unverhurt zu sagen. Wie ihr es mitbekommen habt, schon letzte Woche, Kevin ist geschieden. Er hinterlässt ESN ganz alleine. Er ist kurz Kippen holen, ist nie wiedergekommen. So. Ja, ihr wisst ja, wie das gemeint ist. Also Kevin, ich weiß nicht, kann man Kevin sagen, alles Gute und mach weiter so? Weil wenn man die Drachenlord-Thematik sieht, mit wem er sich ausgestritten hat, wie es war. Er ist jetzt schon mal, er hat draus gelernt, dass das mit Flying Uwe nicht so cool war. Dass er auch vielleicht hier Matthias nicht so anpissen sollte. Und er hat daraus gelernt, ein bisschen neutraler zu sein. Einfach zu sagen, hey, Wege trennen sich. Es ist auch, so Schlammschlachten braucht keiner. Vor allem, wenn du ja eine Marke bist. Warst, sorry, Kevin. Ich wollte jetzt nicht dich größer machen, als du jetzt noch bist. Es tut mir leid. Es ist auch wirklich so, es ist jetzt kein Hate oder so. Man sieht's ja, es sind viele Leute auch abgesprungen, die dich schauen. Es ist,
Ich fand Kevin immer sympathisch am Anfang. Bis auf das Carsten Pfützen-Ding. Das vergesse ich dir nie. Sack plus Untergrund. Dass du da einfach rotzfrech reinkamst. Aber ich hab dir deine Aufnahme schön versaut. Das vergesse ich dir nie. Weil ich schön hässlich im Hintergrund stand, damit man überriesigen Kopf. Und der konnte mir den Ausschnitt nicht zeigen. Rache! Das war meine Rache. Das war das Karma, was zurückkam. Bam, in die Fresse. Das war nur, weil du dieses Gespräch unterbrochen hast, Kevin. Überleg dir das nächste Mal, was du machst. Ich hab dich trotzdem. Der Typ hatte Narrenfreiheit und war bei jeder Firma gleich gern gesehen. Das ist eigentlich schon seltsam. Da war VIP da. Da war wirklich der mit offenen Händen und da, hey, und Schuhen und wurde ja begrüßt. Wirklich. Ja, und jetzt will ihn keiner mehr haben. Ja, sie haben ihn alle geliebt. Und das siehst du mal den Verfall so. Der angefangen hat mit dem Ogre. Und dann mit Flying Uwe hat ihn richtig zertreten. Es war nicht der Ogre, der ihn gekillt hat. Es war Flying Uwe, der ihn gekillt hat. Weil er so sachlich auseinandergenommen. Du hattest mal vor, glaube ich, vor einem Jahr war das, hatten wir, oder hattest du mal kurzweilig darüber berichtet, wie das mit dem Mädel abläuft. Mhm. Und ich hatte mich jetzt, mich hat das ja gar nicht interessiert, und ich hatte mich minimalistisch in das Thema eingelesen, ich glaube, binnen 15 Minuten. Geht nicht. Ich weiß, dass es nicht geht, du Wichser. Das wollte ich auch nicht sagen. Geht nicht, ich wollte mit nur sagen, es ist so krank, dass mir die 15 Minuten gereicht haben und ich beschlossen habe, ich will darüber nichts wissen. Ja, was heißt, es ist so krank? Es ist halt so schwierig, da sich einzulesen. Und da, also es ist es nicht wert. Ihr, das ist krasses Mobbing gegen einen geistig stark intelligenzgeminderten Menschen, der halt nicht weiß, was er macht. Der ist halt behindert. Tut mir aber leid. Die haben das Haus haben sie ihm abgekauft, ne? Ja, das Dorf. Die Dorfältesten haben ihn sein Haus. Warum haben die das nicht direkt gemacht? Sind die blöd? Weil er nicht wollte. Fertig. Er ist ein geisteskranker Mensch. Er ist halt, und er hat halt Meinungen im Internet, die halt nicht vertretbar sind. Ja, ekelhafte Äußerung ist okay. Aber da hinzufahren und da allein nur ihn auf den Sack zu gehen, permanent, mich würde es schon nerven, wenn mein Nachbar jeden Tag vor meiner Haustür läuft und mich anguckt. Das wäre mir schon zu viel. Das wäre mir, wenn er das ganz, oder immer aus dem Fenster rausguckt und mich anstarrt, immer und immer wieder. Das wäre mir schon zu viel. Versetzt euch mal in so eine Lage rein, was ihr macht. Der hätte sich ja auch umbringen können oder so. Da werden jetzt einige gesagt, ha, ja geil, wer ist er Dreck, ist er weg. Nee, ihr seid ekelhafte Menschen, die das machen. Ihr forciert jemanden, psychisch noch mehr Alter kaputt zu machen. Ihr habt ihn zu Sachen gebracht. Das ist einfach nur ekelhaft. Also ich distanziere mich von beiden Seiten. Also ich wollte da nie hinfahren. Das sind Leute, die haben einfach einen an der Klatsche. Fertig. Einfach nur arme Menschen, die keine Hobbys haben. Mehr ist das nicht. Tut mir leid, sucht euch was Ordentliches. Zum Beispiel eure Schwester, wo ihr ein inzestöses Baby zeugen könnt, falls ihr uns zuschaut. Ich denke mal, wir haben einige Drachenfans hier, nicht auf den Kanal, jetzt erst weniger, aber ist mir egal. So, Kevin, Alpha Kevin in the house, hat ESN verlassen und ich weiß gar nicht, was das nächste verhurte Thema ist. Nee, das war ja nicht verhurt, das verhurte Thema kam ja davor. Wir müssen ja hier mal ein bisschen, Wir müssen auch mal so ein bisschen rauskitzeln, wie weit wir überhaupt gehen können auf YouTube. Bis dann Papiere ins Haus geflogen kommen. Ach ja, ab 1000 Akkus habe ich mir überlegt, ich werde dann langsam anfangen, mal Werbung zu schalten. Also jetzt ohne Scheiß für unseren Kanal. Mal gucken, ob das was bringt. So ein Fuffi im Monat oder so, ich bin da offen, hau ich dann einfach mal rein in die Google-Krake und will mal wissen, wo wir vorgeschlagen werden und ob ich das bestimmen kann, weil das interessiert mich schon sehr. Wenn ich da vor gewissen Leuten kommen kann, weißt du, da kann ich dann hier zum Beispiel bei einem Coach Klurak, Bitcoin, Trading, Frauen, Erfahrung, sowas kann ich dann richtig geil verhuren. Boah, ich gehe in diesen Werbevideos dann auf. Ich hab da Bock drauf. Ja, gut. Ja, wisst ihr Bescheid, was wir hier wieder vorhaben? Was wir wieder für Sputz machen? Ich hab's euch. Ach, scheiße, wir sind ja immer noch nicht verwoltert genug. Dennis, the Big Bad Wolf. Ja, damit mit den Kevin. Also Kevin hat trotzdem noch eine Ausstrahlungskraft. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Er hat trotzdem noch Leute, die mit ihm Bock haben, was zu machen. Ich hab's euch versprochen, wir haben einen Special Guest heute bei mir. Oder vielmehr, ich bin bei ihm oder wie auch immer. Also ich denke mal, ich bin eher bei ihm. Ich mache mir jetzt mal klein hier, weil die Legende der Legenden haben wir gerade vor uns. Aus Amerika, live zu uns. Also hat er schon wieder gelogen. Er ist ja nicht bei ihm, sie sind ja nur im Internet. Schaltet nach Deutschland. Dennis, the big bad wolf. Dennis. Hallo, die Leute gucken jetzt zu. Was ich mit Dennis Wolf vorhabe, werdet ihr am Sonntag im YouTube-Video sehen. Dazu
So, also es gibt immer noch Leute, die Bock auf ihn haben, auf Kevin. Schon. Ich hab eigentlich gedacht, dass Dennis Wolf, dass der ordentlich was kostet. Ich weiß nicht, wie groß NP ist und so, dass die sich halt so einen krassen Athleten, so einen krassen Namen leisten können. Finde ich geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, oder? Nein, du denkst nie. Ich denk zu viel, Mani, du denkst zu wenig. So. Ich merk schon, du hast schon wieder Durchfall im Gesicht. So. Nee, aber tatsächlich hatte ich die Tage Durchfall. Oh Gott, die und Scheiße. War sehr beunruhigt. So wie Pascal Su mit seinen Hummelsocken? Nee, ich konnte nicht differenzieren, ob jetzt mein Toast abgelaufen war oder meine Wurst. Deine Wurst ist schon seit 30 Jahren abgelaufen. Hä? Deine Wurst ist schon seit 30 Jahren abgelaufen. Nee, mein Menschenverstand sagt mir, dass die Wurst zuerst ablaufen sollte. Aber die Wurst war angeblich noch einen Tag haltbar und der Toast war seit 2 Tagen abgelaufen. Aber der Toast sah frisch aus. Hast du West-Toast oder hast du, was ist denn das für Toast? Ich hab letztens 7-Tage-Toast gefuttert. Und da war ganz normal. Konsum-Toast. Konsum. Rischer Konsum, rischer Oma-Laden-Toast. Ja. Also kein Wessi-Toast. Das kommt mir nicht ins Haus, das Wessi-Zeug. okay. Ja, und was hast du, dadurch hast du dann dich, durchfallt. Ja. Da ist das Wasser aus dem Rektum geschossen. Und dann ist man erstmal umgestiegen auf Sol Vita Eistee Zero Zitrone, Teegetränk mit Zitronengeschmack. Also, du hast Durchfall? Wusste ich gar nicht, dass zwangsläufig Zitrone auch ein Teegetränk mit Zitronengeschmack ist. Du hast Durchfall, da haust du so eine Scheiße. Was? Du haust dir so trotzdem so eine Scheiße rein? Ja. Und es herrschte Stille. Okay, nimm erstmal einen Schluck. Erstmal einen großen Schluck aus meinem Wodka-Glas. Zitronengetränk mit Zitronentee-Geschmack gesoffen. Schmeckt es zitronerig? Oh nee, komm, wir verhuren schon wieder. Komm, wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn? Boah, das Plastik von der Pulle ist so dünn. Das ist echt. Oh Gott, Alter, wie Papier. Wir könnten heute noch eine Show machen, weil wir uns schon wieder so rausgehurt haben. Trennhosen. Echt? Ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe heute gar nicht so viel zu sagen. Aber das liegt auch an meiner Gerhard Schröder Winterdepression. Ach komm, hör auf, du bist doch ein freudenfroher kleiner Junge. Nein, Knabe. Ohne Scheiß. Hör doch jetzt auf, hier so rumzuknaben. Ich stell mir vor, dass meine Depression Gerhard Schröder ist. Also, weißt du, ich hab sie. Erzähl doch mal den Zuschauern, wer das ist. Den kennt doch keiner. Gerhard Schröder ist der Bundeskanzler, der damals Hartz IV eingeführt hat. Ne, hat er nicht seine Agenda-Scheiße eingeführt? Hartz IV hatte dieser Hartz-Typ eingeführt. Hans-Werner Hartz hat doch Hartz IV erfunden. Was weiß ich? Nee, das war unter dem Bundeskanzlerregime wurde das eingeführt. Soweit ich weiß. Jetzt wird dir Felix wieder wahrscheinlich schreiben, du hast von nichts die Ahnung, recherchier besser. Hat er auch recht. Das war auf jeden Fall der Übeltäter vor Ferkel. Weißt du, wer der Übeltäter und Verbrecher war, warum wir so dreckiges Internet haben? Hm. Der Helmut Kohl. Der hat nämlich gesagt, Glasfaser ist nicht. Wir lassen schön Kupfer. Kupfer lassen wir schön im Boden drin. Da hauen wir noch mehr rein, weil er und seine Olga so eine Kupferfirma hatten. So mal ganz früh. Wenn ihr jetzt schlechtes Internet habt, wisst ihr warum. Der Helmut Kohl ist unser Internetdrossler. So. Wisst ihr Bescheid? Ja, auf jeden Fall. Stelle ich mir meine Depression vor, als sieht die aus wie Gerhard Schröder. Und der kickt immer rein. Der Kickdown 2.0 kickt immer rein. Jetzt eine Sack Plus Werbung. Oh, das wäre so perfekt, aber wir haben ja kein Sponsoring. Ah, tut mir leid. Deswegen. Ja, der hat einen fetten Fuß mit spitzen Schuhen und der tritt mir immer richtig ins Rektum. Da, wo es eigentlich mal feucht rausfließt, weil ich nicht weiß, ob der Toast oder die Wurst abgelaufen ist. Tut es mir gleich und fickt Gerhard Schröder. Ja, und fickt das Kupferabkommen. Also ich weiß nicht, ob das die eine Firma hatten davon. Auf jeden Fall waren sie da schön involviert, haben da Geld Reibach gemacht. So. Jetzt hasse ich Helmut Kohl wegen dir schon wieder übel. Oh, und ich Gerhard Schröder. Ich hasse ihn eigentlich gar nicht, aber er sieht für mich aus wie meine Depression, Mann. Oh, bitte nicht so politisch, da kriegen wir immer das Kotzen, das wird doch keiner hören. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so ein kleiner, weißt du, so ein kleiner Spasti wäre, der sich in Politik abfreundet. Doch, hätte ich schon gedacht. Nee. So mich hätte das in meinen feuchten Scheiß interessiert. Ich rezitiere meine Oma. Du musst aber was mit der Politik lesen, hör mal. Hast du da Trompete nebenbei gespielt?
Ja, ja. Oh, das ist aber schön. Du bist aber ein schöner, lieber Enkel. Ich habe gesagt, ich kann nicht Politik lesen, weil ich muss Trompete spielen. Oh. Das ist aber schön. So, komm, wir gehen mal weiter. Du solltest mich gerade mal sehen, mit was für einer geschwollenen Brust ich hier sitze, wo ich das erzähle. Ja, die ist geschwollen, weil du wieder übertrainiert bist, Manuel. Ja. So, komm hier, ihr habt irgendeine Schwester zu Hause oder einen Bruder oder eine Liebste. Ist ja das alle, ist ja dasselbe, wie wir heute festgestellt haben. Ich will dieses Inzestbaby haben. Last-Minute-Geschenke. 15 sinnvolle Weihnachtsideen für Sportler. Ich gender nicht. So, komm. Manje, ist das nicht schön? 15 Ideen für Sportler. Würdest du dich darüber freuen, über ein Blank-Pad? Ja. Das ist so ein Ding, wo man sich drauflegt und da ist so ein Halbkreis und dann macht man irgendwie und kann die Frau auf den Bild in den Ausschnitt schauen. Das sehe ich gerade. Ja, tolle Ideen. Komm, wir gehen mal weiter. Parfüm für eure Schwester. Ein Pod, ein iPod. Ein Black Roll Band. Gottes, Bond BDSM Trainer für zu Hause. TRX Bänder für, oh sorry, ich habe mich wieder verlesen. War wieder das falsche Form. Was soll mir das bringen? Eine Nike-Tasche, damit ich nicht ins FitX kann? Perfekt. Nachhaltige Yogamatte, könnte schon wieder kotzen. Das ist wahrscheinlich wieder was Veganes. Okay, Sportskopfhörer kann man machen. Veganes Protein. Oh, da ist ja Proteinpulver, weg damit. Fitness-Tracker für die veganen Trekking-Echsen. Und hier Faszienrollen. Eine Faszienrolle. Ich hab's richtig gefotzt. Ja, nee, braucht man auch nicht. Massageöl ist was Gutes, oder? Das würde ich eigentlich auf Platz 1 setzen, Manje. Ja. Nee, ja, Massageöl ist, naja. Ja, es kommt drauf an, wer die Massage macht. Wenn das meine Schwester machen würde, wäre es schon wieder geil. Oder die heiße Kassine. Ja, ich weiß, das wäre echt geil. Oder Kopfstandhocker, was zur absolute Genickbruch, weiß ich nicht. Dann überleg mal, wie teuer. Oh, 130 Euro für so ein Ding. Das kannst du auch zum Scheißen nehmen. Guck mal, da kannst du dich auch andersrum draufsetzen. Da kannst du, wisst ihr, was geil ist? Dann könnte ich das Ding nehmen, einfach zu meinen Nachbarn rübergehen nachts und dann könnte ich mich dann draufsetzen und in seinen Garten scheißen, dann kann er es gleich frisch wegmähen. so geil ist das Ding. Da müsst ihr euch leider angucken. Oh, hier Gewichtsmanschetten. Warum macht man sowas? Das ist das Absolute, um sich kaputt zu machen. Und ein Yoga-Kalender. Ich weiß auch nicht, ob der heiß ist, der Yoga-Kalender. So, das sind die 15 Tipps. Sucht euch irgendeine Scheiße aus, was ihr irgendjemanden ins Gesicht werft. Ja, werft es jemanden ins Gesicht einfach, was ihr kauft. Hier alles das Gute. Das ist aber alles sowas von Scheiße, das kann man jemandem schenken, der Bernd heißt und Oberkörperfreibilder bei sich in Facebook reinmacht. Ja, aber dementiert, dass er homosexuell ist. Oh, hast du noch Facebook? Dieses alte Männerportal? Frauenportal? Dieses alte, das heißt jetzt Meta, Metaversum. Dieser Schmutz. Ich habe tatsächlich Facebook. Echt? Ich habe alles schon Ewigkeiten gelöscht. Das Einzige, was auf Facebook ist, ist unser Scientology-Kanal. Da wird aber nichts gepostet. Den habe ich nur dort, damit ich auf Insta als Firma gehostet werde. Quasi, ich darf jetzt Firmen-Content erstellen. Ich dürfte auch auf Insta Werbung schalten. Deswegen haben wir einen Facebook-Account. Also da, dass ich mir als Firma machen könnte, falls mal irgendwann mal hier der Durchbruch kommt und wir da Marketing und so betreiben und was weiß ich, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil ich überhaupt keinen Bock auf den Scheiß habe. Aber sag niemals nie zu deiner Schwester, habe ich gehört. Ja, deswegen habe ich das gemacht, weil nachher eintragen ist extrem schwierig. Ist bei YouTube bei uns genauso. YouTube ist auch ein Firmenkanal. Habe ich von Anfang an so gemacht, damit wir das dann, falls mal irgendwas, so, wisst ihr Bescheid. Ja. Ah, so, wir haben jetzt noch ein paar, ja, ey, das ist geil, da können wir gleich nächste Woche recyceln, was heute nicht kommt. Ich wollte sagen, wir machen noch zwei Dinger, so kleine. Ich weiß nicht, ach ja, Steve Bantin, der ist ja mit seiner Freundin, war ja jetzt im Urlaub. Da habe ich mir auch mal ganz neugierig reingeguckt und da habe ich was Schönes gesehen. Pass mal auf. Da sieht man einen riesengroßen Panda-Bären. Ist ein bisschen windig gerade. So ein bisschen so Show. Er guckt da gerade so über den Pool hinweg. So. So, da kommt gleich was Schönes. Also er guckt sich jetzt die Parade an. So, hier ist seine Freundin kurz zu sehen. So, und da kommt dann jetzt jemand reingelaufen ins Bild, der das auch sehen möchte. Wollen wir ein bisschen nach. Oh, was für eine wunderschöne Aussicht. Und wir kennen Steve. Dicke, grub mir mein Bild hier, du.
Aber seine Alte sieht echt ganz okay aus, so, ne? Vom Body her kann man nichts mehr meckern. Hallo, bitte nennen Sie nicht Alte, das ist so abwertend. Ah ja, seine angetraute Lebensabschnittsgefährtin. Seine Freundin. Steve hat eine Freundin und der ist auch mega glücklich. Ich hatte eine Story gesehen, wo er einfach zu ihr hingeht, zieh mal einen Finger und sie isst gerade was und sie so, nein. Und dann drückt er einfach einen ab. Und dann lacht sie da drüber und sagt, ja toll, jetzt mit deinem Stinkegeruch muss ich das jetzt hier essen. Topfrau. Topfrau. Ja, hat mir gefallen. Also Humor hat sie auf jeden Fall. Braucht man auch bei Steve Pantin. Ist ja auch ein lustiger Dude. Apropos lustige Dudes, die total verballert sind. Ich zeige euch jetzt mal eine andere Story. Komm, wir gehen jetzt von Steve Pantin zu einer anderen Größe des Instagram-Businesses. Zu Road to Glory Arti. Ja, die gibt's noch. Die gibt's noch. Ich kann auch das letzte halbe Jahr komplett wieder aufzeigen. Ich habe ja alles hier. Eine andere Frage. Wenn ihr mit eurem Freund oder Mann in der Badewanne seid, müsst ihr dann auch immer an seinem Dödel rumspielen und an der Schrumpelhaut? Ich bin das immer total fasziniert. Stell dir vor, ich drehe den Spieß um. So, jetzt dreht er den Spieß um. Mach mal so einen Nippeltornado. Au! Pass auf! Rache ist Blutwurst! Außerdem ist deine Frisur wunderschön. Ach, ich weiß nicht. Also, ohne Scheiß, ich frag mich immer, wer hat so einen Humor? Wer hat so einen Scheißhumor, Alter? Ja, frag ich mich auch. Gleichzeitig muss ich sagen, ich denke mir, dass sie sich wenig streiten. Ja, kann schon sein. Wo nicht viel ist, wird auch nicht viel gestritten. Hast du recht. Hast du recht. So. Komm, hier eins muss ich noch machen. Ein Video noch, dann hau mal ab, würde ich behaupten. Da habe ich auch noch ein schönes Schlussvideo. Oh. Ja, habe ich auch noch so ein kleines. Ich weiß auch nicht, welches von diesen fünf was hier. Ich muss noch mal durchgucken. Ich habe noch einen kleinen Aufreger für mich jetzt persönlich. Es geht nämlich um Frauen. Ich spiele es einfach mal ab. Und ich möchte jetzt nicht diese zwei Mädels, die ihr jetzt gleich seht. Es ist die gute Nock von Görki. Und die gute Mandy von Fitness Oscar. Die möchte ich da jetzt nicht reinsehen. Ich möchte alle Frauen damit jetzt reinziehen. Alle, die es gibt auf der Welt. Ihr seid alle gleich. Und wir gucken uns jetzt mal an, warum. So, die waren nämlich beim Dortmund-Spiel. VIP waren die da. Ja, ist ja schön. Dann denke ich mir, okay, wir gucken uns mal an. Hallo Friends, ich war gestern das allererste Mal in einem Fußballstadion und zwar in Dortmund. BVB gegen Besiktas, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber wir haben dort Oscar getroffen und Mandy, yay! Das war so cool. Danke nochmal an dieser Stelle an 1&1. Wir wurden nämlich eingeladen in deren Loge und da gab es so viel geiles Essen. Das war richtig, richtig, richtig lecker. Und was ab, Leute, jeder von uns hat einfach mal noch ein eigenes Trikot bekommen mit eigenem Namen. Und so, ja, man sieht hier das Trikot und so und dann sieht man gleich, ich weiß nicht, ob das hier gezeigt werden kann, wegen der Rihanna-Musik im Hintergrund, die ich auch gerne mal übel wegbügeln würde. Ja, hier haben sie Trikots bekommen, Nock. Und jetzt hier Fitness-Oscar und gleich sieht man, wie sie sich... Natürlich sofort raus, Leute. 80.000 Menschen passen einfach in dieses Stadion. Es war leider nicht komplett voll besetzt, aber es hat so Spaß gemacht. Und jetzt fängt das Spiel an und... What the fuck, Alter? Ich könnte krass. Krass. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das eine Verarsche ist. Ja, ich habe mich auch gefragt. Ich fühle mich als Borussen-Mann verarscht. Und da gab es auch noch irgendwie, warte mal, ich muss jetzt hier noch weiter gucken. Ich glaube, Gorki hat es auch noch mal gepostet. Aber ist hier auch noch mal was? Ach ja, das war auch extrem. Pass auf, ich muss noch mal neu einlaufen lassen. Moment. So, hier, Frauen, wenn Fußball läuft, interessieren sich nicht. Und wenn sie im Stadion sind. Alter Schwede. Gestellte Scheiße. Alter Scheiß Vater. Schwede. Lasst meinen Verein da raus, Frauen. Hört auf damit. Junge, das war Fremdschaden hoch 1 Million. Das ist ja auch bei jeder Fußballweltmeisterschaft so. Ich will da jetzt nicht gehört. Ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen. Man sieht es immer schön im Hintergrund. Ist das nicht schön? Da freuen sie sich. Aber die Kamera natürlich schon vorher gezückt, die ganze Zeit wahrscheinlich da auf die Story. Und dann geht mal richtig ab, Mädels. Und dann zeigen wir euch im Dortmund-Trikot.
Ja, Mann. Ich glaube, der Fitness-Oscar, der holt da richtig gut durch. Du meinst, er geht gerne im Wald. Ich meine damit aber auch nicht gut, sondern nur oft. Ist doch okay. Sag mal, so darfst du gar nicht reden im Internet, weißt du schon, oder? Hä, wieso? Ich habe gar nichts gesagt. Na, du musst sagen, der Bus bauen, Freddy. Sowas. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob Holzen als was das anerkannt wird. Ich weiß es nicht. Ach, oh, Junge, ich muss schon wieder. Dass der da richtig drauf geht. Ja, er geht wahrscheinlich richtig auf den Ball. Und ja. Ja, auf jeden Fall ist der Fitness-Oscar dann anscheinend auch ein Dortmund-Fan. Und Gyoki ja auch. Ich muss mich distanzieren irgendwie von den Menschen. Nee, Gyoki ist okay. Gyoki ist okay. Gyoki ist okay. Ja, Nock ist auch okay. Ein bisschen verrückt. Das ist ja cool. Sie ist ja so. Das sind ja die sind ja halt so da drüben. Da im Westen. In Asien. So, wie kriege ich denn das Video hier, dass es nicht mal läuft? So, ich hoffe, ihr konntet es halbwegs mäßig sehen. Da die Rihanna, vielleicht muss ich die Rihanna-Tonspur raushauen. Müssen wir mal gucken. Falls ihr dann nichts hört, dann cutte ich das ein Stück zusammen. So, komm, hier. Ja, mal gucken, was uns wieder alles strikt. Aber vielleicht auf Spotify nicht. Und dann habe ich jetzt noch ein Video. Wanni, hast du noch? Warte mal, müssen wir gucken, welches es ist. Oh nee, das ist ekelhaft. Das will ich nicht. Oh, das will ich auch nicht. Ich muss jetzt suchen. Ach ja, hier, das ist das Richtige, genau. Aber. Oh, 1,9. Das geht aber noch, das geht aber noch. Das ist hoch, oder? Wir haben jetzt 8 Uhr morgens. Genau die richtige Zeit für Bier. So, 8 Uhr morgens, genau die richtige Zeit für Bier, würde ich behaupten, Mann. Deine Biersprüche kamen immer gut am Ende. Da haben ja, du machst es mir auch kaputt, aber das Problem ist, du kannst mir nicht kaputt machen, weil du keinerlei Historie zum Hopfengetränk hast. Nicht so wie ich. Doch, ich trinke isotonisches veganes Bier. Mm. Ich trinke es durch alle Körperöffnungen. Da knallt's doppelt. Halt dein Maul! Okay. Leute, Bier aus grünen Pullen schmeckt nicht, außer war sie herb. Ich verabschiede mich hiermit in eine supergeile, krasse Woche und immer daran denken, Krombacher im Angebot ist besser als normales Krombacher ohne Angebot. Prost. Oh,